Es gab die Süddeutschen Horntage, organisiert von Ulrich Köbel, ein super netter Typ. Aber das Problem war, es gab da ein Angebot für die ganz Kleinen, für die Kiddies. Und es gab ein Angebot für die Senioren. Und für die Leistungsgruppe, nenne ich es jetzt mal, in der Mitte, gab es leider kein Angebot. Und wir wollten halt vor allem viel spielen und nicht stundenlang irgendwelchen Vorträgen folgen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir für dieses Alterssegment zwischen 15 bis 40, da machen wir eigene Horntage. Am Anfang waren wir wirklich Hornbegeisterte, mehrheitlich Laien. Es gibt ein paar Profis wie den Markus, die da auch als Dozenten uns da quasi geleitet haben, wobei man sich unter Freunden natürlich, einfach mal hat Spaß und dann spielt er halt die erste Stimme und dirigiert und hilft und so, aber das waren ja einfach Kumpels, ne? Und mehrheitlich Laien. Ein paar Profis waren immer dabei, aber das waren wenige. Und inzwischen haben wir einige Hornstudenten auch dabei, bieten auch Einzelunterricht an. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil die bei diesen tollen Dozenten natürlich auch Unterricht nehmen wollen. Der Mittelpunkt ist aber immer noch das Kammermusikalische, also dass wir in Gruppen von 6 bis 14 Hörnern also Kammermusik für Horn erarbeiten und mehrheitlich mit Arrangements, die eben exklusiv auch für unsere Horntage überhaupt entstanden sind, die wir beide auch anregen. Und da haben wir einfach tolle Leute an der Hand, die das dann umsetzen. Auch die Arrangements werden von Jahr zu Jahr schwerer, weil eben das Niveau steigt. Wir sind momentan in der guten Lage, dass wir nicht betteln müssen, dass sie kommen. Wie das ja oft so ist auf so Workshops, so Horntagen, muss man dann anfragen, muss man sehr viel Geld bieten, irgendwie, um die überhaupt locken zu können. Sondern das ist so, die kriegen natürlich ein bisschen eine Aufwandsentschädigung oder zumindest ihre Fahrtkosten, dass sie irgendwie drin sind. Aber es ist schon so, dass die jetzt uns fragen, ja, ich würde vielleicht gerne wiederkommen. Und die kriegen das mit, das ist jetzt so ein Selbstläufer geworden, weil die sich untereinander erzählen, weil was macht uns aus? Das ist eben Hornspielen, wirklich 10, 12 Stunden am Tag, tagsüber sehr konzentriert mit den Dozenten und irgendwann wird natürlich das erste Bier aufgemacht nach dem Abendessen und dann geht es aber rund die ganze Nacht. Und am Morgen sitzen die alle wieder konzentriert in der Probe, jedenfalls behaupten sie das. Und die Ergebnisse im Konzert werden von Jahr zu Jahr besser, es macht einfach richtig Bock. Man kann auf der Weidacher Hütte tatsächlich 24 Stunden in der Hütte, vor der Hütte, rund um die Hütte spielen. Also wir sind mitten im Wald quasi, also direkt am Waldrand. Ja, man muss da keine Fenster zumachen wie bei irgendwelchen Musikakademien und sagt, oh, wegen den Nachbarn und so Fenster zumachen. Ist bei uns alles nicht. Ne? Wir können die ganze Nacht durchföhnen. Und wenn einer unbedingt wirklich konzentriert für sich selber üben möchte, dann haben wir inzwischen eine Schule in unmittelbarer Nähe, wo man eben immer ein Klassenzimmer aufsperren kann. Also daran fehlt es nicht. Und auch Einzelunterricht wird selbstverständlich angeboten. Und das ist natürlich mal ein Angebot bei 7, 8 Welthornisten, da Unterricht zu haben. Eine tolle Sache. Es lohnt sich, zu uns auf die Horntage zu kommen, weil es eine Riesenspaßveranstaltung ist, weil wir qualitativ toll arbeiten. Also jetzt nicht nur wir, sondern die ganze Gruppe, die Menschen, die dort kommen, die Dozenten, wird qualitativ sehr hochwertig gearbeitet. Ja, ist einfach toll. Macht Spaß. Es ist die perfekte Kombi aus Hornspielen und Spaß haben. Also wer sagt irgendwie normale Horntage, das ist mir ein bisschen zu akademisch, irgendwie ein bisschen zu ernst, der aber super spielt, also wir rufen richtig Leistungen ab, die brauchen wir ja auch dringend bei diesen schweren Arrangements, die wir spielen, ja, und der eben auch richtig Bock hat mit anderen Hornisten, die sich total dafür begeistern zu feiern, den brauchen wir, oder die? Genau. Und man kann am besten mal über Facebook mit Carnaval du Chor, Carnaval du Chor geschrieben, zu uns Kontakt aufnehmen, oder? Ja, ist eine offene Gruppe, oder über unsere Website www.kieks.de kann man sich auch sofort anmelden. Es gibt da Infos zum Workshop, die nächsten Termine. Die Dozenten werden da bekannt gegeben. Bei uns darf jeder mitmachen und irgendwann haben wir alle Plätze belegt und dann ist die Hütte eben voll und das ist es schon. Also www.kieks.de, IECKS. Und jetzt zweites Konzert, bitte. Ja, auf geht's. Wir müssen los. Thank you.
Musik.